Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, wir haben neue Dailies, dementsprechend einmal fix durch und schauen mal, was wir heute so schönes Kriminelles machen müssen. Wir sollen heute ein Schloss knacken, ein Goldsternchen, koche ein Gericht aus Pflanzen oder Pilzen, stelle ein alkoholisches Getränk her, tritt einen anderen Spieler einen Team bei, töte 5 Insekten, verkrüpple einen verbrannten Arm und verwerte ein Brettspiel. So, da das ja immer so ein bisschen verwirrend ist mit Alkohol, werde ich mal einen jetzt nicht gleich rollen. Einen werde ich auf jeden Fall schon mal rollen, und zwar den hier. Ist eine gekochte Mahlzeit, ja gut, wir müssen sowieso kochen. Ich habe mir jetzt aus dem Camp oben einfach mal ein bisschen was geholt. Wir haben ja alles da an Pflanzen, das heißt, wir können jetzt hier auch aus Pflanzen Gemüse allerlei, ja hier, guck mal, ich habe sogar noch eine Karottenblume, zählt aber nicht, aber eine Karottensuppe. Ja gut, die Karottensuppe, die zählt, dann nehmen wir die Karottensuppe mit und dann passt das. Ich hätte jetzt auch noch eine Maissuppe hier machen können. So, machen wir noch eine Maissuppe, machen wir hier nochmal irgendwas. Dann habe ich hier nochmal Rathirschfleisch, Eieromelette aus Mottenmann. Und dann können wir das Ganze auch gleich kochen. Jetzt gehen wir einmal kurz an die Braustation. Wir müssen noch ein bisschen mehr herstellen. Ich kann nichts herstellen, weil ich, stimmt, abgekochtes Wasser und Klingkorn größtenteils brauche. Ich habe ja gar kein Klingkorn in meinem Camp. Das heißt, das müssen wir mal kurz noch mal ein bisschen anders regeln. Ich werde mal mich kurz beeilen. Und zwar gehen wir jetzt mal zum Gutshof runter. Holen uns noch mal kurz ein bisschen Schmuddelwasser vom Fluss und schauen dann mal, ob quasi wir nicht die Werkstatt schnell nehmen können und uns dort auch noch mal ein bisschen Klingkorn klauen können. Sollte jetzt, denke ich mal, so vom Ganzen am schnellsten gehen. Und dann schauen wir mal, ob das jetzt hier wieder mit Gernd ist oder ob das wieder durchgehen muss. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel kein, harte Limonade herstellen aus Wodka und Co. Gut, jetzt habe ich auch vor kurzem erst meinen ganzen Wodka, den ich gekriegt habe, verarbeitet. Oh, super. Egal. Nicht so wild. Wodka wäre jetzt auch nicht das Ding. Ich könnte uns auch noch eine Flasche kaufen. Ich könnte ihn sogar herstellen, das wäre auch nicht das Problem. Aber es geht ja jetzt gerade um Zeiteffizienz. Uns jetzt nicht einfach ein ganz simples Bier herstellen und ob es durchgären muss. Sollte es durchgehen, habe ich es zwar hergestellt, aber es dauert halt seine Zeit, die ich momentan heute nicht habe. Das ist halt das Problem. Und da ich sie nicht habe, würde ich sagen, ja, gucken wir mal, dass wir es dann vielleicht doch nochmal wegrollen. Sollte das jetzt aber gleich nur einmal hergestellt sein, weil wie gesagt, es gibt davon insgesamt 4 verschiedene. Gern steht zwar jetzt nicht mit dran, aber wir hatten es auch schon den Fall, dass es gierend gemeint ist, aber es mal wieder nicht dran steht. Gerade Übersetzungsfehler haben wir ja relativ häufig mal in den Challenges. Von daher, ausprobieren. Vorsichtig sein und ausprobieren. So, nicht umsonst haben wir hier schon Blaupausen von allem möglichen Mist. So, machen wir einmal kurz das Wasser. Oh, jetzt habe ich ein bisschen viel Schmuddelwasser gesammelt. Dann nehme ich mir hier mal kurz ein bisschen Klingkorn, auch ohne Gründaum. Ich denke mal, das Feld sollte gerade so reichen für ein einziges Bier. Aber mit Sicherheit. So, dann sollten wir jetzt eigentlich auch, siehst du, Ballistic Bock, Hochspannungshefeweizen oder das Oak. Wir können sogar das Oak machen. Ja? Machen wir ein Oak. Okay, gut, das Oak. Es zählt somit. Dann räumen wir gleich noch was anderes weg. Hochspannungshefeweizen können wir nochmal 5-mal machen. Passt. So. Haben wir das auch fertig. Denn werde ich jetzt nochmal versuchen, auf einen epische zu rollen. Nehmen wir hier nochmal die verbrannten Arme. Töte einen Grubenhauer. Schade, ist nichts draus geworden. So, wir müssen nichts mehr herstellen. Also einmal ab in die Rüstung. Lups. Fühlt man sich nicht so nackig als Schildkröte. Ah, endlich mal wieder einen anständigen Panzer um einen herum hier. So, machen wir mal
ein Spielbrett. Ich gehe gerne immer dann oben zu Freddy Fuchs Gruselhaus. Klar, man kann auch die Instanz nehmen, Morgantown High School. Da liegen halt auch Schachbretter, Spiele und ähnliches rum. Also, es wäre dann halt auch eine Instanz. Dementsprechend, wenn man sie nicht schon gelootet hat und den Loot-Counter nicht nach unten fallen lassen hat, dann sollte es eigentlich auch da sein. Mit Loot-Counter ist gemeint, man muss halt, um halt einen Respawn zu erzwingen auf einen neuen Server, quasi ein klein wenig, Sachen mitnehmen. Und zwar Sachen, die dann auf der Welt liegen, also sowas wie jetzt hier eingesammelt ist. Was jetzt halt zum Beispiel nicht zählen würde, wäre dieser Kombi-Schraubenschlüssel. Es sind halt meistens eher irgendwelche Sachen, die dann halt an der Oberfläche liegen. Also immer schön mitnehmen. Einfach mal den E-Finger drüber laufen lassen, passt. Hauptsache es gibt einen Respawn. So. Dann haben wir jetzt noch Verwerter, ein Spielbrett haben wir fertig, jetzt haben wir noch Insekten, machen wir mal, ich weiß jetzt nicht, was jetzt noch genau kommt, wir machen mal Grubenhauer zuerst, weil in 4 Minuten kommt ein mutiertes Event. Oh, heute alles wieder planmäßig hier, schlimm mit mir hier. Ich weiß nicht, was mich jetzt mutiert erwartet. Könnte vielleicht was Cooles kommen. Könnte vielleicht jetzt irgendwie was Kleines kommen. Mal gucken. Einfach mal mitnehmen. An und für sich bin ich halbwegs gut ausgestattet. Es sei denn, es ist jetzt Härteprüfung mit regenerierend. Das könnte ein bisschen schwerer werden. Aber na gut. Machen wir jetzt erstmal ein paar Grubis. Die sind ja nicht das Problem. Die laufen ja hier sogar in Gruppen rum. Oh, hör dich noch. Nee, du warst nicht gemeint. Eigentlich müsste da oben drauf auch noch einer sein, aber der will heute nicht. Und ich krieg sie heute nicht richtig ins Watz. Schlimm mit euch. Grämt euch doch nicht. Die Raketen nehme ich euch trotzdem ab. So, haben wir schon mal 8. Immer diese Bösis. Ich meine doch, da oben sitzt noch einer. Der wollte nicht. Und damit sind die 10 jetzt auch fertig. Wunderbar. So, einmal zwischendrin ein bisschen looten und so. Dann ist eigentlich, stimmt, ist eine gekochte Mahlzeit. Ich werde jetzt mal Brahmenmilch wegtrinken. Ich brauche noch keine verdorbene. Und Brahmenmilch benutze ich ja eigentlich gerne, wenn ich blutbefleckt spiele. Machen wir mal einen Geburtstagskuchen. Ach, der Geburtstagskuchen zählt als gekochte Mahlzeit. Eigentlich als geerntete, aber okay. Passt schon. Ich habe ja extra nichts gegessen hier. Guck mal, hier haben wir sogar noch verdorbene Milch. Die kann ich auch gleich mal wegessen. So. Knacke ein Schloss und töte Insekten. Ja, Insekten. Wo gehen wir hin? Insekten töten. Es gibt zu viele Insekten-Spots, aber... Ja, gehen wir nach Dulzotz. Mit den Insekten-Spots. Bin mal gespannt. Ich möchte mir nachher nochmal die Kartenerweiterung angucken. Auf dem PTFS ist das ja jetzt schon live. Ja, mal ein bisschen reinschnuppern ins Ganze. Bin mal gespannt, ob das wirklich... was Cooles ist oder eher nicht so. Soll ja nach unten hin schon mal geöffnet sein und auch ganz cool aussehen. Ja, ich bin gespannt. So. Ah, ich habe nur die Kakerlake erwischt. Schade. Und hier haben wir jetzt Ratten. Keine Insekten. Doch, wir hatten Ameisen. Ameisen, wunderbar. Somit haben wir auch die 5 Insekten fertig. Alles kein Problem. Dann können wir hier mal kurz zur Seite gehen. Müssen wir mal eine ganze Weile runter. Ich will jetzt nicht zur Werkstatt hin. Das Herz des Sumpfes, das könnte...
Das könnte schlimm oder gut werden. Aber wir holen uns jetzt erstmal nochmal das Brett ab. Und dann gucken wir mal. So, Knacker, ein Schloss fehlt ja jetzt nur noch. Wir haben jetzt Herz des Sumpfes da unten. 96 haben wir jetzt auch erreicht. Uiuiuiuiuiui. Ne, haben wir schon 96 oder 97? Sekunde, jetzt traue ich meinen eigenen Augen nicht. Doch, wir haben 96 erreicht gerade. Hier ist Raleigh Clay mit einer aufgezeichneten Prioritätsnachricht. In der Nähe wurde ein Würgeherz entdeckt und dessen rankenverseuchte Kreaturen sind sicher auch nicht weit. An alle, die das hören, ihr müsst dieses Herz finden und ausschalten, bevor es zu viele Kreaturen kontrolliert und außer Kontrolle gerät. Oh. Kann nur im Nahkampf getötet werden. Oh. Ich habe nicht drauf geachtet, was es ist. Ich brauche nochmal fix eine Nahkampfwaffe. So, ich bin solo unterwegs. Das heißt, ich brauche am besten eine Kettensäge. Die kann ich auch in der Power Armor benutzen. Da ist sie. Das ist natürlich was. Ah, ich hatte noch den Fleischklopfer sogar noch intus hier. Das heißt, ich muss sie vordamagen und dann mache ich sie mit der Kettensäge einfach weg. Ich habe mich jetzt nur gewundert. Wait a minute. Ist der Brandschaden kaputt? Ist der broken? Falsches Ding. Nein, der Brandschaden ist nicht broken. Gut zu wissen. Das hat mich jetzt nur gerade ein bisschen irritiert, weil die davor hätten eigentlich auch schon abgehärtet sein müssen. Aber gut, jetzt machen wir uns das mal simpel und einfach. Und dann passt das. Einmal kurz mit der Kettensäge ein bisschen draufplüppeln. Geht ja eigentlich ziemlich schnell. Ich mache das jetzt mit Vorschwächung. Gerade gegen den bösen Boss am Ende wäre das nachher gar nicht mal so verkehrt. Aber auch so sind die Ghule eigentlich kein Gegner. Bloß beim Endboss brauche ich halt ein bisschen mehr Schaden. Da wäre ein Nahkampfbild jetzt eigentlich besser gewesen. Aber da hauen wir ein paar Mal mit dem Primera drauf. Und dann sollte sich das eigentlich auch schon gelöst haben. So, lasst mich mal hier raus. Ihr habt mich jetzt hier gerade wunderbar eingesperrt. Danke. Gut. Und auf zum nächsten. Würgelkönigin. Zusätzliche seismische Aktivität wurde am Standort des Herzens erfasst. Seid auf etwas Großes gefasst. Mach trotzdem erst das Herz platt. So, jetzt brauchen wir noch die Würgeherzkönigin. Darf jetzt nicht vergessen, ich habe keine Gift. Resistenz. Gerade keine Gewerkschaftsrüstung an. Damit mache ich aber nicht viel Damage. Ja, wie gesagt, für Boss ist der Kremierer jetzt nicht so geil. Klar, es geht. Aber normalerweise hier. Oh, da war Gift mit drin. Machen wir schon ein bisschen konstanteren Schaden und günstigeren Schaden. Mensch, du lässt meine Stimpaks unter Fressen her. So. Lass mich doch mal ran hier. So.
Einmal weg mit dir. So, jetzt ist Sumpf abgeschlossen. Easy peasy. War ja eigentlich trotzdem noch ein einfaches Event. Mal gut, dass ich nachgeguckt habe, sonst hätte ich das jetzt mit einem Faustschlag lösen müssen. Wäre ein bisschen nervig geworden. Jetzt fehlt uns noch Knacker ein Schloss. Ja gut, kriegen wir auch noch mal hin. Ich gehe mal hier nach Rusty. Knack da vorne einfach mal ganz fix ein kleines Ding. Und dann sollte das eigentlich auch schon passé sein. Und jetzt sind es ja eigentlich auch nur noch 4 Ränge. Dann haben wir es auch schon durch. Das Grundspielbrett. Na, siehst du, verbrannt haben wir auch nochmal auf dem Gutshof. So, ich brauche ja dann mindestens einen. Dann nehmen wir mal kurz Grenadier raus. Machen hier mal einen Einbrecher rein. Knacken das Schloss hier mal kurz vor die Füße. So, haben wir das auch fertig. Einmal Punkte. Dankeschön. So, dann da haben wir den Grenadier. Wieder auf Standard-Perk gesetzt. So. Na, dann gehen wir uns doch nochmal schnell die Verbrannten hier holen. Das heißt, mit ein bisschen Grind, ein paar Lunchboxen und Co. sollte ich das eigentlich, das Spielbrett am Sonntag abgeschlossen haben. So, für mich ist gerade noch Samstag im Sinne der Aufnahme. So. Na, gucken wir mal. Ja, wie gesagt, ein bisschen auf den PTS gespannt. Das ist ja jetzt schon ein bisschen da. Gab bloß irgendwie wieder Probleme mit meinen installierten. Könnte vielleicht an den ganzen Festplatten hin und her gewechselt immer liegen. Ich und meinen Festplatten-Wahnsinn hier manchmal. Aber gut. Muss ich eigentlich nur noch mal einmal komplett neu runterladen. Dauert ja nicht allzu lang. Müsste jetzt eigentlich schon, während ich hier spiele und aufnehme, fertig sein. Kann ich mal kurz reinlooten. Da bin ich ja mal wirklich gespannt, wie groß die Karte denn wirklich aufgesetzt wird. Ah, gespannt. So, das hier haben wir aber jetzt auch fertig. Wir haben noch ein bisschen Zeit für die Folge. Ich bin heute wieder im Schnellbetrieb unterwegs. Hatte er jetzt damit gerechnet, dass wir ein bisschen länger brauchen. Stürme und Servern hatten wir letztes Mal erst gemacht. Wir könnten verlorene Verbindungen machen. Ja komm, ziehen wir mal verlorene Verbindung durch. Damit wir wenigstens nochmal ein Event haben. Was nochmal ein bisschen EEP gibt. Da haben wir dann auch Supermutanten Verbrannte. Oder Verbrannte. Ne? Nicht Verbrannte Super. Das wäre eigentlich auch nochmal cool. Dass der VEE-Stamm nicht so krass wäre bei den Supermutanten. Und dann verbrannte Supermutanten. Mit dem verbrannten Virus. Oder dass die verbrannten Seuche halt nochmal ein bisschen mutiert. Das wäre alles. Wäre ja möglich. Mutationen sind ja immer möglich. Und dann verbrannte Supermutanten. Also nicht nur Supermutantenhunde, sondern halt wirklich Mutanten. Die denn im Kollektiv arbeiten. Ja. Würde mir ehrlich gesagt gefallen, so die Vorstellung. Aber mal schauen. Achso, ich habe ja kein Jetpack, deswegen kann ich da ja nicht hoch. Wie man sich an dieses blöde Jetpack gewöhnt. Jetzt muss ich hier wirklich die Treppe mal nutzen. Schlimm. Ich nutze Treppen. Ich glaube, ich hole mir gleich meine T60 raus oder so. So, jetzt können wir aber endlich mal auch triangulieren.
nicht nur immer dran vorbeilaufen. Triangulierungspunkt aktiv. Bitte zum nächsten Punkt begeben. Spiel schon wieder sehr fokuslastig hier. Nur das, was mir gerade vor die Augen kommt. Rechts und links existiert mal wieder nicht. Ja, fängt da auch gleich an zu lachen. So. Machen wir den letzten. Ach, der letzte ist hier oben offen. Auf dem Balkon. So, nochmal ein bisschen Epi für nebenbei. Lecker Epi. Ich habe schon gesehen, es werden Ghule. Die nicht wissen, wie ihnen geschehen wird. Oh, ist noch ein Ghul. Ich kann mir auch einfach nur Brennstoff mitnehmen. Ah, da hinten ist noch einer. Du bist innen drinnen, ne? Gut, dann. Bereich gesichert. Kampffreigabe. Das ist gerade richtig gesehen. Einen schönen Tag noch. Ne, das habe ich nicht richtig gesehen. Ich dachte, da steht eine Quantum, aber da stand keine. Dann nehmen wir das Hundefutter so mit. So. Räumen wir ihn trotzdem noch mal ein bisschen auf. Nein, tut's gerne mal. Ja, hier noch mal ein bisschen Brennstoff wieder confirm zurück. Den nehmen wir uns auch mit. Wo wolltest du denn hin? Allzu viel Minus mache ich jetzt gerade nicht. Na, da ist noch einer. Oh. Es sei denn, ich schieße zweimal. Obwohl ich nur einmal schießen wollte. Wieder nervöse Finger hier. Einfach nervöse Finger. Cutie, dann einmal. Damit ich das dann auch gleich wegpacken kann. Nochmal. Blink ein bisschen was klein machen. Sonst werden wir nahezu schwer. Und dann, wenn es gut läuft, dürften wir morgen dann halt auch nochmal einen Fastenrang schaffen. Oder sollte eigentlich Fastenrang sein. Und den Rest mache ich dann quasi im Stream voll. Schauen wir mal, ob es denn auch klappt. Weil, wie gesagt, es sind jetzt nur noch 4 Ränge, die fehlen. Und dann würde es quasi nach der Waffenvorstellung nochmal eine Spielbrettvorstellung geben. Mal gucken, ob ich es schaffe. Drückt mir die Daumen. So, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.